Das ist Amal. Amal ist einfach voll süß. Ich glaube, jedes Video, so gut wie jedes Video, was ich heute aufnehme, werde ich dasselbe sagen. Freundlicher Hund, aufgeschlossen, total nett mit den anderen Hunden. Amal ist einer von denen, der spielt hier auch mal. Der ist erst 3 Jahre alt, spielt hier auch mal, aber ehrlich gesagt, die meiste Zeit des Tages liegt er in der Sonne und chillt. Ja, und entspannt sich einfach. Amal ist Mittelmeerkrankheiten negativ. Und was wir uns wünschen würden, wäre eine Familie, wo es schon wenigstens ein weiterer Hund ist, weil der die anderen Hunde einfach echt mag. Der genießt das, mit denen auch einfach zusammen zu sein und mit denen eben auch immer mal zu spielen. Ansonsten ist er ein wirklich sehr, sehr ausgeglichener Hund, was im Tierheim Alltag nicht gewöhnlich ist. Die meisten Hunde sind vom Tierheim Alltag schon irgendwie ein bisschen gestresst, aber er ist so, was kostet die Welt, alles ist entspannt, Hauptsache die Sonne scheint. Mit Amal kann man garantiert eine ganze Menge Abenteuer erleben, viel unterwegs sein. Es wird ihm alles wirklich viel, viel Freude bereiten. Und wir können uns auch vorstellen, wenn gewährleistet ist, dass er regelmäßig guten Hundekontakt hat, dass Amal sogar auch zu Windhund einsteigern könnte, beziehungsweise in Einzelhaltung könnte. Wenn du dich für Amal interessierst, der sucht ein Zuhause. Das ist hier nur eine kurze Haltestelle im Tierheim. Der ist eigentlich auf der Durchreise und vielleicht sogar auf der Durchreise direkt zu dir. Meld dich. Der ist ausreisebereit, der kann demnächst schon mit auf den Transport nach Deutschland kommen, um dann endlich nicht nur in der Sonne zu liegen, sondern auch auf dem Sofa und überhaupt einfach das Leben in vollen Zügen genießen zu können in so einer richtigen Familie.